fangen Sie bitte nicht an, mit sich selber zu diskutieren. Habe ich da jetzt Lust zu? Sollte ich nicht vielleicht eher noch die Waschmaschine gerade bestücken oder mal kurz auf dem Balkon die Blumen gießen, die ich schon gepflanzt habe? Nein, Sie sind im Homeoffice, aber gleichzeitig eben im Office. Also legen Sie los. Belohnen Sie sich am Ende des Tages mit etwas. Denn wenn Sie, sage ich mal, schon in einer gewissen Weise strikt zu sich waren, dann darf Ihnen natürlich auch etwas kommen, was Ihnen Freude macht. Schreiben Sie Ihre Aufgaben auf, alles, was zu tun ist, und da möglichst kleinteilig in Varianten, sodass Sie sagen können, okay, das ist ein Arbeitsschritt, den kann ich gut erledigen auch und schnell sozusagen von der Bereitspalte in die In-Arbeit-Spalte hängen und dann auch weiter in die Fertigspalte bringen. Die zweite Regel lautet, limitiere deine Arbeit. Das bedeutet, im Laufe eines Tages mit ein bisschen Erfahrung und dem Schätzen von Zeit für die einzelnen Aufgaben kriegen Sie ein Gefühl dafür, hey, wie viel geht eigentlich in den Tag rein? Fragen Sie sich, wann will ich Pause machen, sodass Sie nicht einfach durcharbeiten und vielleicht sich irgendwann wundern, dass Sie furchtbar müde und erschöpft sind, weil nach ungefähr 45 Minuten eine Pause einfach sinnvoll ist. Sie sitzen den ganzen Tag und zwar nicht auf Ihrem normalen Bürostuhl, sondern Sie sitzen vielleicht auf einem Küchenstuhl, vielleicht auch nur auf einer Bank am Esstisch. Je nachdem, wie Sie zu Hause ausgestattet sind, sorgen Sie bitte für Bewegung.